Herzlich willkommen zu Phoenix Persönlich. Wir sprechen heute mit der Kriegs- und Krisenreporterin des ZDF, die gerade erst für ihre Arbeit mit dem Grimme-Preis für die besondere journalistische Leistung ausgezeichnet wurde. Herzlich willkommen, Katrin Eigendorf. Dankeschön, dass ich hier sein darf. Frau Eigendorf, Sie machen den Job jetzt seit vielen Jahren. Warum sind Sie Kriegs- und Krisenreporterin geworden? Also ich habe mich dazu nicht bewusst entschieden, dass ich gesagt habe, das möchte ich gerne werden. Ich wollte immer schon Journalistin werden und als Journalistin hat es mich immer von Anfang an in die Welt rausgezogen. Also sagen wir mal, ich bin jetzt keine Edelfeder oder begeisterte Filmemacherin, sondern mich hat eigentlich am Journalismus eher interessiert, etwas zu erfahren, zu erleben, immer permanent neue Dinge, mit neuen Dingen konfrontiert zu sein. Und das hat mich dann auch relativ früh schon ins Ausland gezogen und irgendwann hat sich dann einfach die Situation ergeben bei meinem ersten Auslandsposten in Russland, dass ich in einen Krieg reingeraten bin. Und wenn man mittlerweile Auslandsberichterstattung macht, die Welt besteht eben zu großen Teilen mittlerweile auch aus Krisenherden. So hat sich das irgendwie ergeben. Aber es ist jetzt nicht so, dass mich Kriege und Krisen besonders anziehen. Jetzt haben Sie jetzt viele Auszeichnungen bekommen, unter anderem halt den Grimme-Preis mit der Begründung, dass Ihre Reportagen besonderen Mut, besondere Transparenz aufweisen und sehr empathisch sind. Aber nochmal einen Schritt zurück, gerade am Anfang, hatten Sie da mit vielen Widerständen auch zu kämpfen als Kriegs- und Krisenreporterin? Im Land meinen Sie jetzt oder generell? Ja, auch im Sender. Also ich habe mal die Frage gestellt bekommen von einer Zeitungsreporterin. Das hat mich darauf gebracht, darüber zu reflektieren, ob es schwierig ist, als Frau in Krisengebieten zu arbeiten oder ob es eine besondere Herausforderung oder schwierig ist, als Kriegs- und Krisenreporterin zu arbeiten. Und ich muss sagen, die größten Schwierigkeiten liegen darin, dahin zu kommen. Weil wir haben es immer noch mit einem sehr männerdominierten System zu tun. Das war, als ich jung war, natürlich noch viel mehr männerdominiert. Und es zu schaffen, als Frau sich diesen Platz zu erobern, dass man einem das auch zutraut, das ist sehr schwierig gewesen. Und ich habe damit ganz, ganz vielen Rückschlägen auch zu tun gehabt und sehe das auch jetzt ein bisschen so als meine Aufgabe, junge Frauen zu ermuntern, zu sagen, macht das einfach, lasst euch nicht einreden, dass ihr das nicht machen könnt, weil ihr Mütter seid oder weil man euch als Frauen vielleicht in bestimmten Ländern nicht ernst nimmt. Nein, es ist wichtig, dass wir Frauen in der Auslandsberichterstattung haben. Widerstände in meinen Berichterstattungsgebieten habe ich eigentlich relativ wenige erlebt. Sie sagen ja auch, dass Sie in bestimmten Situationen in Afghanistan einen Vorteil haben, wenn Sie als Frau tatsächlich mit den Menschen oder mit anderen Frauen Kontakt aufnehmen wollen. Beschreiben Sie nochmal, wo sehen Sie da auch einen Vorteil? Also gerade in Afghanistan haben wir es ja mit einem Land zu tun, wo Frauen weitgehend abgeschirmt werden. Das war ja auch schon vor der Machtübernahme der Taliban so. Also gerade in konservativen Familien ist es so, dass nicht die Möglichkeit besteht, dass man mit den Frauen reden kann als Mann. Also wenn man zum Beispiel jetzt, wenn man überhaupt die Möglichkeit hat, bei einer Familie eingeladen zu werden zu Hause, werden normalerweise die Frauen rausgenommen und die Männer reden mit den Männern und mit mir als Frau dann. Aber ich erlebe es immer wieder, dass ich als Frau eben dann Zugang zu den Frauen habe, mit ihnen reden kann. Das ist natürlich ein großer Vorteil dann, weil ich die Perspektive ja, der anderen Seite auch mitnehmen kann. Und auch Frauen begegnen mir natürlich vertrauensvoller, als wenn sie mit einem männlichen Reporter es zu tun haben, wenn es um bestimmte Themen geht. Sie haben jetzt zusammen mit Ihrem Kollegen Sebastian Ehm eine Reportage gemacht, nochmal zum Jahrestag der Machtübernahme der Taliban. Wie schwierig die Situation ist und wie sich das auf Ihre Arbeit auswirkt, das schauen wir uns einmal kurz gemeinsam an. Wir sind verabredet mit dem stellvertretenden Taliban-Sprecher Bilal Karimi. Bevor das Interview beginnen kann, müssen wir eine lange Debatte führen, denn der Taliban-Sprecher möchte nicht mit einer Frau im Bild zu sehen sein. Es ist das erste Mal, dass ein Taliban das verlangt. Auch das ein Zeichen dafür, dass die angebliche Offenheit eher weniger wird. Wir können hier kein Interview machen, wo Sie nur mit der Kamera reden. Ich bin die Journalistin. Sie sprechen mit mir. Wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, okay, dann gehen wir. Doch der Taliban-Sprecher will das Interview nicht platzen lassen.
Wir haben kein Problem mit der Anwesenheit dieser Frau. Wir respektieren sie. Ich habe auch kein Problem mit ihren Fragen. Es ist nur so, dass ich mich nicht besonders wohlfühle, wenn ich mit ihr zusammensitze. Ja, er gibt Ihnen dann das Interview, betont nochmal, er respektiere ja Frauen, wenn sie sich denn an die Regeln halten. Wie sind denn diese Regeln jetzt ein Jahr nach der Machtübernahme? Also es ist ganz klar, dass Frauen einer bestimmten Kleiderordnung zu folgen haben, also sich nur verschleiert in der Öffentlichkeit zeigen dürfen. Daran muss man sich auch als westliche Reporterin halten. Und es ist ganz klar, dass Taliban Frauen natürlich nicht auf Augenhöhe sehen. Diese Debatte war ganz interessant, weil es ist das erste Mal, dass mir das in dieser Form begegnet ist, weil als westliche Reporterin genießen wir natürlich schon das Privileg, dass wir für die Taliban so eine Art, würde ich mal sagen, drittes Geschlecht sind. Also die sehen ja nicht ein Problem darin, dass unsere Ehre jetzt in Frage steht, sondern sie beziehen das dann auf sich. Und diese Forderung, dass er nicht mit mir zusammen im Bild zu sehen sein mag, ist, sagen wir mal, eine drastische Form dessen, wofür die Taliban stehen. Also ich erlebe das auch immer wieder, dass ich in einem Raum sitze und da sitzen nur Männer rundherum, 20, 30 Männer. Und mein Kollege, mein afghanischer Producer ist ja auch ein Mann, redet dann mit dem Gesprächspartner und dann werde ich irgendwann ins Bild gesetzt und spreche mit dem und manchmal gucken die mir auch nicht in die Augen. So weit geht das. Aber ich habe da in der Situation, war ich natürlich erst perplex, als er sagte, ich möchte nicht mit der Reporterin in einem Bild zu sehen sein. Und dann habe ich mir gedacht, nö, das machen wir jetzt nicht so. Ich bin hier die Reporterin. Sie reden jetzt nicht mit der Kamera, sondern entweder mit mir oder ich gehe. Also ich wäre dann auch gegangen. Haben Sie den Eindruck, dass es sich wirklich drastisch jetzt nochmal verschlimmert und vielleicht auch gerade wegen des Ukraine-Krieges, dass so ein bisschen unterhalb des Radars passiert? Die Situation in Afghanistan verschlimmert sich für Frauen ganz dramatisch. Und das läuft natürlich im Moment ein bisschen unterm Radar, weil der Ukraine-Krieg natürlich sehr präsent ist in unserer Wahrnehmung und natürlich für uns als Deutsche auch eine andere Bedeutung hat als die Lage in Afghanistan. Aber was ich jetzt bei meinem letzten Besuch im Juli, was ich gemeinsam mit meinem Kollegen Sebastian Ehm da erlebt habe, ist, dass die Taliban eigentlich nichts von den erwarteten Reformbemühungen, auf die man ja zu Anfang gesetzt hatte, dass sie ja vielleicht nicht ganz so drastisch gegen Frauen vorgehen oder dass sie nicht ganz, sagen wir mal, so totalitär regieren, sondern auch versuchen, andere Gruppen mit einzubeziehen in die Regierung. All das hat sich ja als Wunschdenken erwiesen. Auch für Sie persönlich war es ja so, Sie waren in Afghanistan, als Sie den Anruf bekamen, jetzt bitte in die Ukraine, da steht ein Krieg bevor. Dann sind Sie Hals über Kopf von Afghanistan Richtung Ukraine aufgebrochen. Sie haben ein Buch dazu geschrieben und zeigen, wie der Krieg alles verändert hat und schreiben, kein Ereignis hat Sie in den fast 30 Jahren, die Sie als Reporterin arbeiten, als so bedrohlich und so einschneidend, haben Sie nicht kein anderes Ereignis empfunden für das Leben, das wir alle gewohnt sind. Wie nehmen Sie die Situation in der Ukraine jetzt ein halbes Jahr nach Ausbruch dieses Krieges wahr? Die Situation hat sich natürlich für die Menschen insofern noch weiter verschlimmert, als die Zahl der Opfer ja permanent steigt und dieser Krieg ja immer weiter sich durch weite Kreise der Bevölkerung frisst, muss man sagen. Es gibt immer mehr Tote, es gibt immer mehr schwer Verletzte. Das, was auch ein bisschen zu kurz kommt in der Berichterstattung, ist die Situation an der Front, was eigentlich mit den Soldaten da passiert. Also da gibt es ja Situationen, da gibt es unglaublich viele Opfer unter den ukrainischen Soldaten. Warum kommt das zu kurz in der Berichterstattung? Na, das möchte die Ukraine natürlich auch nicht, dass wir darüber so viel berichten. Also wenn wir zum Beispiel Gelegenheit haben, an der Front zu drehen, werden wir natürlich meistens in Einheiten geschickt, wo die Situation nicht so ganz gefährlich und so dramatisch ist. Man begründet das zu Recht natürlich auch mit unserem eigenen Schutz. Aber die richtig schlimmen Situationen kenne ich nur
aus Gesprächen, zum Beispiel, ich habe einen engen Kontakt zu einem Arzt, einem ukrainischen Arzt, der lange in Deutschland gearbeitet hat und jetzt als Militärarzt arbeitet. Und was der mir teilweise beschreibt, wie sie die Soldaten da aus der Situation rausholen mit schwersten Verletzungen, gar nicht mehr in der Lage sind, alle schnell zu behandeln, weil einfach auch die Ärzte dafür fehlen. Das ist schon sehr dramatisch, wie sich dieser Krieg entwickelt hat für das Land. Interessanterweise erlebe ich aber den, sag mal, Widerstandswillen der Bevölkerung. Das ist ja immer das, was bei uns in Deutschland auch zu Anfang des Krieges großes Erstaunen hervorgerufen hat. Alle hatten ja geglaubt, dass Russland die Ukraine relativ schnell besetzen und die Regierung entmachten könnte. Der Widerstandswille, der ist immer noch sehr, sehr stark. Also die Menschen wollen nicht unter russischer Besatzung leben. Sie nennen das Buch, oder das heißt Putins Krieg. Warum Putins Krieg? Es ist ja bislang jetzt nicht erkennbar, dass es in der Bevölkerung, in der russischen, jetzt einen nennenswerten, wirklichen Aufstand oder Widerstand gibt. Oder was war Ihre Gedanken, als Sie diesen Titel ausgewählt haben? Ich habe mich dafür entschieden, das Putins Krieg zu nennen, weil das Russland, was wir heute erleben und das, was wir heute sehen, ist Putins Russland. Also ich war ja selber von 1993 bis 1999 Korrespondentin in Russland und habe das Land in einer Phase erlebt, wo es das erste Mal Öffnung gab, das erste Mal das langsame Entstehen einer Zivilgesellschaft. Sicherlich findet Putin heute sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung, den wir nicht wirklich zu quantifizieren wissen, weil es ist halt keine freie Gesellschaft. Viele Menschen haben das Land verlassen. Die Menschen, die im Prinzip für Demokratisierung eintreten, sind entweder hinter Gittern oder tot oder im Ausland. Also das, was wir jetzt erleben in Russland mit vermeintlichem Rückhalt, ja, das muss man natürlich mit einem großen Fragezeichen sehen, weil erstens mal haben die Leute nicht wirklich genug Informationen zur Verfügung und glauben teilweise diese Narrative, die Putin verbreitet. Und Putin hat diese Gesellschaft und dieses Land in den letzten 22 Jahren eben mit seiner Entourage auch sehr stark geprägt. Deswegen nenne ich das Putins Krieg. Glauben Sie, dass es sowas geben kann wie einen Aufstand gegen Putin? Oder hat er es geschafft, mit Alexei Nawalny noch die letzte starke Stimme sozusagen jetzt auch noch zu verbannen? Das ist sehr schwer zu sagen. Also wir haben es ja im Moment mit einem Land zu tun, das verschwunden ist hinter einem eisernen Informationsvorhang. Wir haben ja auch hervorragende Kolleginnen, die ARD hat Ina Ruck sicherlich als eine der besten Reporterinnen und Auslandskorrespondentinnen. Ich bin mit ihr gut befreundet und wir tauschen uns auch oft darüber auf. Und sie hat Schwierigkeiten, das einzuordnen. Denn wir können nur mutmaßen. Wir können mutmaßen darüber, was wirklich im Kreml passiert, ob es auch eine gewisse Erosion innerhalb dieses Machtzirkels gibt. Aber im Moment ist Widerstand gegen dieses Regime lebensgefährlich, sehr, sehr schwierig. Ich sehe im Moment wenig Ansätze bis kaum Ansätze, dass es wirklich zu, sagen wir mal, einem Regierungswechsel von der Straße getrieben kommen könnte. Also dazu ist dieses Regime einfach zu totalitär und zu autoritär organisiert. Auch Deutschland hat ja jahrelang die Situation, ja, muss man jetzt im Nachhinein sagen, falsch eingeschätzt. Wie erklären Sie sich das, gerade weil Sie auch so lange im Land gelebt haben, wie erklären Sie sich, dass es Putin gelungen ist, ein Bild von sich zu zeichnen, was nicht der Realität, wie wir sie jetzt ganz deutlich ja sehen, entsprach? Das ist sicherlich eine Mischung aus Phänomenen, die dazu geführt haben, dass wir das so falsch eingeschätzt haben. Also das Wichtigste ist natürlich das Wunschdenken, mit Russland gute Beziehungen haben zu wollen. Weil Deutschland hat sich und sieht sich ja auch in einer besonderen Verantwortung und Schuld als Verursacher des Zweiten Weltkrieges. Wir sehen Russland, und Russland ist ja auch ein wichtiges Land global, mit dem man eigentlich eine gute Partnerschaft braucht. Also Wunschdenken auf der einen Seite. Dann auch mangelnde Kenntnis. Also in Deutschland interessiert man sich nicht wirklich für den Osten Europas. Es gibt ja wenige Journalisten auch zum Beispiel, die diesen Weg eingeschlagen sind, dass sie gesagt haben, ich interessiere mich jetzt für Russland oder studiere Russisch und lerne die Sprache. Also wir haben ein bisschen auch verkannt, was in dem Land passiert, was in dem Land auch gärt. Denn was man von außen erlebt, ist doch immer was anderes, als wenn man es von innen betrachtet. Und dann hat Putin es natürlich als
trainierter Geheimdienstler sehr gut verstanden, mit diesen Bedürfnissen und dem Wunschdenken der Deutschen zu spielen. Also ich erinnere mich daran, wie begeistert sein Auftritt 2001 vor dem Deutschen Bundestag aufgenommen wurde, wo er ungewöhnlicherweise für einen Mann seiner Position in Deutsch geredet hat. Er spricht ja auch fließend Deutsch und hat auch enge Beziehungen zu Deutschland. Das war ein Zeitpunkt, da sah die Lage im Land ganz anders aus. Wir haben da gedacht, das Land öffnet sich und wir nähern uns an und es gibt ein gemeinsames europäisches Modell. Aber das gemeinsame europäische Modell sah in Putins Augen anders aus als in unseren. Denn da war bereits der Umbau dieses Staates zu einem autokratischen Staat, der eigentlich nichts mehr ist als die Ermöglichung eines großen Klaus von Ressourcen. Denn das ist das, wofür die Regierung Putin steht, war bereits in vollem Gange. Sagen Sie sich im Nachhinein, Sie hätten vielleicht noch stärker kritische Berichte machen müssen, noch mehr darauf hinweisen müssen? Also hinterfragen Sie sich jetzt auch noch mal in Ihrer eigenen Rolle? Nein, ich hinterfrage mich nicht in meiner eigenen Rolle, weil ich habe in den Redaktionen immer dafür geworben. Mir war das von Anfang an klar und das war nicht nur mir klar, sondern das war im Prinzip allen Reportern klar, die sich mit Russland befasst haben und sich mit dem Land auskannten, dass dieses Land keinen guten Weg gehen wird und worauf das hinführt. Aber man ist mit dieser Form der Berichterstattung nicht durchgedrungen. Also das war sehr, sehr schwierig. Wir haben Russland immer gerne im Programm gehabt als das spektakulär schöne Land, tolle Sibirienreisen, Reportagen aus dem Eis, die schöne Wolga, Armut vielleicht noch als Thema. Aber sagen wir mal, das, was sich politisch in dem Land entwickelt hat, damit ist man in der Berichterstattung zu wenig im Programm präsent gewesen. Sonst hätten wir ja nicht dieses Debakel auch erlebt, dass zum Beispiel die Tatsache, dass wir so auf russisches Gas gesetzt haben und Nord Stream 2 durchgesetzt wurde. Es wurde ja von allen, die sich in Russland auskennen, die sagen mal ernst zu nehmen sind, kritisiert und darauf aufmerksam gemacht, dass das ein großes Problem werden könnte. Und das fällt uns jetzt vor die Füße. Aber so wie Sie es sagen, nicht durchgedrungen. Wahrscheinlich war auch ein Moment die Corona-Pandemie, als einfach nochmal natürlich nochmal eine ganz neue Situation auftrat, mit einer Situation, die so raumgreifend war, dass zum Teil auch Themen aus dem Ausland in den Redaktionen so nicht durchkamen. Beschreiben Sie mal, wie haben Sie die Zeit empfunden, der Corona-Pandemie, die natürlich verdrängt hat? Das ist nicht nur die Corona-Pandemie, sondern ich glaube, dass habe das selber erlebt, dass in, würde ich mal sagen, den letzten 6-7 Jahren, und das ist in der Corona-Pandemie noch mal ganz deutlich zu tragen gekommen, wir ein bisschen den Blick für die Krisen dieser Welt verloren haben. Und durch Corona haben wir uns natürlich sehr, sehr darauf konzentriert, wie gehen wir selber mit dieser Krise um. Also wir sind ja selber im Prinzip dann zum Krisenland geworden. Das ist auch eigentlich, liegt in der Natur der Sache, dass man sich dann auch im Journalismus damit beschäftigt. Das sehe ich jetzt auch nicht als kritikwürdig an. Aber ich glaube, was wir jetzt erleben und zuletzt erlebt haben mit Afghanistan und auch der Ukraine, Außenpolitik ist wichtig und außenpolitische Berichterstattung ist wichtig. Und da sehe ich auch eine Kernaufgabe des öffentlich-rechtlichen Fernsehens darin, dass wir das machen, weil wir können das gut. Wir haben gute Leute, wir haben die Ressourcen. Damit müssten wir uns viel, viel stärker auch in der Öffentlichkeit präsent zeigen und da nicht so ein bisschen, manchmal habe ich das Gefühl, wir kehren da so ein bisschen eigentlich unsere eigenen Kapazitäten unter den Teppich. Sie waren ja auch in Butscha und haben die Kriegsverbrechen mit eigenen Augen gesehen. Sie schreiben, wer in Butscha war, der kann nicht anders als den eigenen Blick auf den Krieg von Grund auf zu verändern. Es ist genau das ja, wo auch natürlich viel wirklich drüber gesprochen wurde. Vielleicht erinnern wir uns nochmal gemeinsam daran, wie war es, als Sie vor Ort waren? Das kam ja sehr überraschend, diese Situation in Butscha, dass wir da einen Zugang bekamen. Und es kam ja auch für die ukrainische Seite relativ überraschend. Die Russen haben sich zurückgezogen und auf einmal war klar, was da passiert ist. Es war ja vorher im Prinzip besetztes Gebiet und keine Informationen drangen wirklich nach draußen. Und hat man auf einmal gesehen, ja, dort liegen massenhaft Menschen tot auf der Straße. Dort wurden Menschen entführt, gefoltert.
auf offener Straße hingerichtet. Dort wurden Frauen vergewaltigt. Also die Situation, nicht nur, ich habe eigentlich ehrlich gestanden die Situation in Butscha als sehr bedrückend empfunden, aber noch viel schlimmer war es für mich. Ich habe mir auch andere Orte angeguckt. Das war ja nicht der einzige. Borodjanka zum Beispiel oder Irpin. Da fand ich auch das Ausmaß an Zerstörung noch mal im Zusatz zu dem, was man den Menschen angetan hat, als besonders bedrückend und schlimm. Da hat man einfach gesehen, ja, das russische Militär hat mitten in einen Wohnkomplex Bomben reingeschmissen und es war alles zerstört. Und man sah, ich habe da Menschen erlebt, die zwischen den Trümmern herumliefen und versucht haben, noch irgendwie etwas zu finden, was sie noch daran erinnert, was mal ihr Leben war. Die ganze Grausamkeit dieses Krieges, und die Kriege sind immer grausam, aber die grenzenlose Attacke auch auf die ukrainische Zivilbevölkerung, ja, auf Kindergärten, Spielplätze, auf Krankenhäuser, auf zivile Wohngebäude, das ist einfach durch Butscha und durch das, was man da erlebt hat, nochmal besonders klar geworden. Und auch das grausame Vorgehen der russischen Armee. Also wir haben es ja hier mit einer Armee zu tun, die gar nicht mehr nach den Gesetzmäßigkeiten von Ordnung funktioniert, sondern das sind ja teilweise marodierende, plündernde Banden. Also ich habe mir selber ein Bild davon machen können in Irpin und Borodjanka. Da haben mich ukrainische Soldaten durch Wohnungen geführt, wo man noch sehen konnte, da haben die russischen Soldaten gehaust. Anders kann man es nicht sagen. Da standen noch Einkaufswagen von den Supermärkten, die sie geplündert haben, leere Alkoholflaschen. Also dass ein Soldat, dass Soldaten sich in Wohnungen einrichten und sich da sinnlos betrinken und einfach auf Leute schießen, die auf der Straße herumlaufen. Das ist ja eine Form der Kriegsführung, die ja, man einfach nur als Zivilisationsbruch bezeichnen kann. Und doch ist genau in dieser schwierigen Situation ja Ihre Aufgabe, sich nicht vereinnahmen zu lassen, weder von der einen Seite noch von Desinformationskampagnen noch von der anderen Seite. Wie schaffen Sie das und wie schaffen Sie es auch immer wieder im Zusammenspiel natürlich mit dem deutschen Zuschauer, da ja wirklich für sich selbst auch zu sagen, das ist das, was ich hier sagen kann, von dem ich davon ausgehe, dass ich an dieser Stelle nicht von einer Seite vereinnahmt werde? Also ganz wichtig ist natürlich, dass man bestimmte professionelle Standards einhält. Für mich ist das Allerwichtigste, als Augenzeuge vor Ort zu sein. Mir wirklich ein Bild von dem zu machen, was da geschieht und nicht einfach irgendetwas zu übernehmen, was kolportiert wird. Das ist natürlich gefährlich und manchmal auch schmerzhaft, weil man muss dann immer vor Ort wirklich nah rangehen. Und dann muss man natürlich das, was man dort erlebt, entsprechend einordnen. Also ich gebe mal ein konkretes Beispiel. Es sind ja sehr viele Menschen in Butscha, Irpin und Borodjanka interviewt worden von Journalisten, haben teilweise grauenvolle Geschichten erzählt. Man muss das immer abgleichen. Man kann nicht jetzt einfach jede Geschichte kolportieren. Wenn eine Frau sagt, ich wurde vergewaltigt, dann muss man das schon auch checken. Und manchmal erweisen sich solche Checks auch als richtig. Ich habe selber schon Situationen gehabt, wo ich Menschen interviewt habe, wo ich gedacht habe, das werde ich jetzt nicht senden, weil ich das nicht für glaubwürdig halte. Man muss auch im Hinterkopf behalten, dass man es natürlich mit traumatisierten Menschen zu tun hat, die Geschichten nicht immer 100% so erzählen, wie sie denn wirklich sich ereignet haben. Aber dadurch, dass dieser Krieg so sehr gut dokumentiert ist, kann man ja auch Sachen abgleichen. Also man kann ja gucken, ist es wirklich so gewesen, dass in dem Moment die russische Armee dort war? Oder ist es wirklich so gewesen, dass dort Leichen in den Straßen gelegen haben? Also es gibt da Satellitenaufnahmen, es gibt Handyaufnahmen. Das erleichtert es für uns, das auch klarzumachen. Nichtsdestotrotz ist man als Reporter immer auch subjektiv, weil die Frage ist ja, wo gehe ich hin, was gucke ich mir an, auf was richte ich mein Augenmerk? Und man darf und sollte dem Zuschauer nicht das Gefühl vermitteln, dass wir so eine Art Berichterstattungsroboter sind, der da durch das Land fährt und einfach aufnimmt, was da passiert. Sondern wir gehen natürlich gezielt an Situationen ran, zeigen gezielt Dinge, sprechen bestimmte Fragen auch an mit Menschen. Und das transparent zu machen, ist sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss dem Zuschauer einfach klar machen oder wir müssen unseren Zuschauern klar machen, ich bin hier als Journalistin mit einem Blick auf die Dinge und ich komme zu
der Überzeugung aus den und den Gründen. Es hilft natürlich sehr, dass Sie die Sprache sprechen. Sie sprechen Russisch, Sie sprechen auch Ukrainisch. Sie haben in Russland lange gelebt, Sie haben es uns erzählt. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung? Eigentlich als sehr, sehr spannende Zeit. Also das war mein Anfang als Journalistin, als Reporterin. Und Russland 1993 war ein Land, in dem war unglaublich viel möglich, was sonst eigentlich undenkbar ist. Also es hat sich eigentlich so viel für uns geöffnet. Es gab kaum Grenzen. Man konnte in Gebiete fahren, da war davor noch nie ein westlicher Journalist. Man konnte mit Menschen reden, die haben noch nie ein Interview gegeben. Man konnte sich Einblicke verschaffen, reisen, sich auch jeden Tag neu beweisen, also immer wieder neuen Herausforderungen gegenüberstehen. Das fand ich wahnsinnig spannend. Und ich habe das auch persönlich als eine fantastische Zeit erlebt, weil ich tolle Menschen kennengelernt habe. Ich finde auch die russische Kultur sehr, sehr spannend. Unsere Kinder sind ja auch in den ersten Jahren in Russland groß geworden. Also ich muss auch sagen, ich fand es fantastisch zu erleben, was meine Tochter in einem russischen Kindergarten so erlebt hat und mitgenommen hat an Kultur, an Eindrücken auch. Deswegen, ich behalte die Zeit als sehr, sehr positiv im Gedächtnis. Sie haben auch mal geschrieben, dass Sie eine sehr liebevolle Betreuung für Ihren Sohn Philipp Julius gefunden haben, der an einem nicht heilbaren Krampfleiden litt. Und dass Moskau so die beste Zeit in seinem Leben wohl gewesen sei. Warum? Ja, das liegt daran, dass natürlich die Betreuungsformen für uns dort viel, viel besser waren. Also wir haben, als wir nach Moskau gingen, relativ schnell eine wunderbare Frau gefunden, Natascha, die Philipp als Kindermädchen betreut hat. Wir waren ja beide berufstätig und sich einfach so liebevoll um ihn gekümmert hat. Und wir haben viele Menschen in Russland erlebt, die ohne irgendeine Ausbildung zu haben, also Natascha war jetzt keine ausgebildete Krankenpflegerin oder Pädagogin, die sich aber ganz, ganz toll dieser Aufgabe gewidmet hat. Und das war in den ersten Jahren für uns mit dieser großen Belastung, die das war. Also meine Tochter ist ja nur ein Jahr jünger, war also auch ein Baby und Philipp war auch in dem Zustand eines Babys. Und mit zwei Babys als berufstätige Eltern klarzukommen, das wäre in Deutschland zu dieser Zeit und ich vermute mal auch in der jetzigen Zeit kaum möglich gewesen. Wie haben Sie es geschafft, nach dem Tod Ihres Sohnes dann die Kraft zu finden, in Ihrem ja wirklich sehr aufreibenden Job weiterzumachen? Ich habe mir danach auch erst einmal eine Auszeit genommen. Also ich habe nach Philipps Tod ein Dreivierteljahr gar nicht gearbeitet und bin dann langsam peu à peu, also auch nicht direkt wieder in den Beruf zurückgekehrt. Das ist natürlich ein Schicksalsschlag, der das Leben dramatisch verändert. Aber gewisse Konstanten sind natürlich geblieben und sind auch wichtig. Und die Konstante ist auch mein Beruf. Und ich war auch sehr froh, dass ich beim ZDF dann da wieder anknüpfen konnte, wo ich aufgehört hatte, nämlich als Auslandsreporterin. Und ja, ich nehme das mit und das prägt sicherlich auch ein Stück weit die Art meiner Berichterstattung, dass ich selber in meinem Privatleben das erlebt habe, in einer so dramatischen Situation zu sein. Aber wie gesagt, das Leben geht weiter, man nimmt das mit. Aber alle Konstanten, die man hat, sei es Familie oder auch Job, sind wertvoll. Jetzt haben Sie so eine Erfahrung als Kriegs- und Krisenreporterin. Und die Frage, die sich aufdrängt zum Schluss, ist natürlich, wer oder was kann diesen Krieg in der Ukraine stoppen? Ich sehe im Moment wenig Anhaltspunkte dafür, dass wir diesen Krieg, dass dieser Krieg schnell endet, weil es auf russischer Seite überhaupt keine Bereitschaft dafür gibt, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Und jeder Krieg und auch dieser Krieg wird irgendwann am Verhandlungstisch enden müssen. Man wird irgendwann zu einem irgendwie Friedensvertrag kommen müssen. Ich denke, Putin muss in die Situation versetzt werden, dass er sich genötigt sieht, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. Dass er sieht, dass er die Gewinne, die er erzielen wollte, nicht erzielen kann,
das macht sich ja jetzt im Prinzip schon in den letzten 6 Monaten klar, dass in diesem Krieg Wladimir Putin der große Verlierer ist. Er hat nichts erreicht von dem, was er wollte. Ganz im Gegenteil, er hat eigentlich sehr, sehr viel verloren. Er hat die Beziehungen zum Westen verloren. Er hat sein Land in eine wirtschaftliche Katastrophe gestürzt. Er hat es isoliert, zu einer Art Paria-Staat gemacht und auch im Prinzip sein eigenes Regime sehr geschwächt. Das Bittere ist die Frage, wie lange wird es dauern, bis Putin so weit ist, dass er einsieht, dass er sich an den Verhandlungstisch setzen muss. Und da sehe ich leider, dass der Preis dafür für die Ukrainer möglicherweise sehr hoch sein wird, den sie bezahlen müssen. Denn dieser Krieg, hatte ich ja zu Anfang gesagt, fordert immer mehr Opfer, zerstört ja auch immer mehr in dem Land und ist auch ein globales Risiko. Also nicht nur, was die Ernährungssituation in vielen Ländern anbetrifft, sondern wir sehen ja jetzt auch die Situation im Kernkraftwerk Zaporizhzhia. Das ist auch ein Risiko für uns in Europa. Also dass das größte Kernkraftwerk Europas da im Prinzip mitten in einem Krieg geraten ist, das ist eine große Bedrohung. Sie fahren Anfang September, glaube ich, wieder hin. Wir sind gespannt und erstmal herzlichen Dank für das Gespräch, Frau Eigendorf. Danke, dass ich hier sein durfte.